Hallo, grüß euch. So, es ist wieder soweit. Wir sind jetzt wieder am Platz erinnern. Heute wieder mit dem Spiel von der Airsoft Company im Paintball Park. Das Wetter ist traumhaft und ja, ich freue mich schon. Equipment wird gerade fertig gemacht. Alles zusammengepackt, Waffen gekront und so weiter. So, und dann geht's los. Freue mich schon wirklich auf abwechslungsreiche Spiele heute wieder auf dem Platz. In der Zone 3 sind wir heute wieder drin. Wird wieder richtig cool werden. Und ja, schauen wir mal. Ich zeige euch ein bisschen herum noch, wie die Leute sich fertig machen. Und dann sind wir soweit. Los geht's. Friedhof, Ume! Geh! Perfekt! Habt ihr noch Nummer 0, beschreibt das uns einmal. Farbe? Rot! Das ist falsch! Nein! Das war falsch! Wir wechseln! Passt, geht auf, Friedhof auf. Geht's? Ja. Passt. So, dass wir so circa da drin sind, da hinten. Ja, passt schon. Könntest du da reingehen, dann könntest du da gehen. Da gehen wir vor, jawohl. Und so weiter. Passt. Da durch, da gehen wir da vor. Da. Komm. Geh weiter, aber sonst, du hast das schon im Genick. Drüber und los. Roter Container! Geh mal, komm! Bleib unten. Da geh rein. Zu nahe, sind keine 20 Meter. Vorne in dem G-Turm. Da, schau da links rein in das Ding. Ja, ich schau gerade, dass ich da. Da rein! Links, blau! In der Kirche, gleich, schneller! Geht er, wo er ist, da hinten, hinter den zwei Containern, hinter die Überschädung. Okay, Spielende. So, bin wieder da. Spiele sind jetzt vorbei, es war richtig cool, waren richtig geile, abwechslungsreiche Spiele dabei. Und ja, jetzt sind die ganzen Leute schon draußen. Ich habe mir jetzt noch die von der Airsoft Company die Leute geschnappt. Werde ich kurz ein bisschen interviewen, damit ihr mal sie kennenlernt, wisst, was ist der Hintergrund, was brauche ich zum Airsoft spielen und so weiter. Ja, gehen wir mal rüber zu Marco, quatschen wir mit ihm eine Runde. So, jetzt habe ich Marco da. Folgendes eigentlich. Wer ist die Airsoft Company? Was können sich die Leute darunter vorstellen? Was gibt es da zum Erzählen? Also die Airsoft Company ist grundsätzlich nichts anderes wie ein Waffen- und Sportgeschäft in Wiesing in der Perfekter Straße 88, die sich eben auf Airsoft spezialisiert hat. Ja. Sehr gut. So wie heute, das Event veranstaltet sich immer wieder da im Airsoft Park. Wie läuft das ab mit euren Events? Ja, sehr richtig. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Jahr 24 fix ausgeschriebene Spieltermine haben, die wir in fester Kooperation hier da mit dem airsoftpark.at führen. Wie gesagt, 24 Mal im Jahr. Das sind ganz normale Spieltage angesetzt, aber auch in besondere Thementage, wo es unter anderem auch einmal eine Lotterie oder sowas gibt, also eine Tombola besser gesagt. Also da kommt man schon auf seine Kosten. Ja. Sehr cool. Wenn ich sage, mich interessiert das, finde ich cool, was brauche ich dazu? Wie kann ich starten? Wie schaut es da aus? Ja, grundsätzlich, zu anfangen brauchst du eigentlich nicht viel. Drei Sachen sind sehr, sehr wichtig, nämlich das Allerwichtigste ist eine gute Schutzbrille, die natürlich für den Sport auch wirklich gemacht ist. Dann festes Schuhwerk und Spaß an der Freude, also Spaß am Sport. Ja, das ist, glaube ich, in jedem Sport, glaube ich, irgendwie sollte ja vorhanden sein, ja, der Spaß an dem Ganzen. Wenn ich sage, okay, ich steige ein,
Muss ich Profi sein? Muss ich mich da auskennen? Kann ich wirklich als Anfänger zu euch kommen? Ja, ist eine gute Frage. Prinzipiell, jeder ist willkommen, jeder kann kommen. Man kann den Sport ausüben, ohne in einem Verein zu sein oder irgendwo da eine Jahreskarte zu besitzen. Jeder kann gerne kommen. Ja? Und es sind auch Leute von allen Sparten vertreten. Vom Einsteiger, kompletten Neuling, Freizeitspieler bis hin Leute, die es eben wirklich fix ausüben. Bei unseren Events wird großer Wert gelegt auf eine Balance und jeder kann eben zu einem Event kommen. Das Schöne hier, besonders am Airsoft-Park, ist, dass es hier eben auch Verleihausrüstung gibt. Mhm. Das heißt, man kann hierher kommen, seine Freunde mitnehmen, ohne überhaupt noch was zu besitzen, kann sich hier alles ausleihen und kann eben so schauen, ob einem der Sport gefällt oder nicht. Sehr cool. Marco, ich danke dir vielmals für deine Worte. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, grüß dich. Servus.